In Leipzig haben Trödelhändler Sven Helmich und sein Kunde Robert eine Idee. Sie wollen Roberts Nachbarn spontan besuchen und mal nachfragen, was die so bei sich zu Hause rumfliegen haben und loswerden wollen. Schließlich will Sven nicht mit leerem Laderaum zurück nach Dresden fahren. Hi, Robert. Hallo. 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 Hi. Ich hab dir den Svenny mal mitgebracht. Hi, Svenny. Sven, hi, grüß dich. Hi, hi. Grit. Ja, ich würde gerne mal schauen, ob du ein bisschen was hast, bevor ich mit dem Lärmwagen wegfahre. Einfach mal reingucken, ganz entspannt. Ich hab den DDR-Müll. Was hast du? DDR-Müll. I love it. Genau das will ich haben. Die meisten Menschen gucken einfach nur nach einem hochwertigen Ding, sprich altes Porzellan, schlag mich tot. Und das ist der größte Fehler. Also immer wirklich den Fachmann in Anführungsstrichen zuerst anrufen, durchgucken lassen, wegschmeißen können wir hinterher immer noch. Statt wegschmeißen will Sven lieber Sachen finden und weiterverkaufen. Yeah! Da machen wir am besten den Kilopreis drauf. Hau mich weg. Ich mach's mal so, ne? Thema Schallplatten. Thema Schallplatten ist einer meiner Lieblingsdinge, ne? Aus dem einfachen Hintergrund, ich sag's mal ganz profan, in jedem normalen DDR-Haushalt gab es zu 80-90% dieselben Platten. Wenn ich jetzt hier durchgucke, finde ich von Peter Schreier über Weihnachten in Familie, über Herbert Roth von mir aus. Ja, den hab ich auch. Ist das immer drin, ne? Das ist wirklich, also es ist wirklich selten, dass da Platten dabei sind, wo du sagst, okay, die sind ein bisschen wertvoller, ne? Dann sind noch ein bisschen älter von meiner Mutter noch. Ja. Die ist ja schon an die 80 gewesen, müsste jetzt 80 sein, also sind die bestimmt 50, also zu Kriegszeiten, denke ich mal. Ich weiß nicht, weil das... Zu Kriegszeiten, dann nur 80 Schallplatten. Nee, da haben die so komisch getanzt und gesungen und dann... Okay, Charles, was keiner. Nee, sowas, was DDR ja. So Boogie Boogie meinst du 60er Jahre, irgendwas in Richtung vielleicht, ne? Ne, wir gucken mal, eine Queen LP, das ist schon mal schön. Ne? Was würdest du bezahlen? Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Für die Kiste mit den Platten zahle ich dir irgendwo, das sind, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Platten. Normalerweise geht es nach Kilo. Ich mache dir hier 25 Euro, fertig. Die Platten wird Sven in seinem Laden für 1 Euro das Stück anbieten. Irgendein Fan findet sich immer. Wir haben hier so unheimlich nette Leute kennengelernt. Also hat keiner Hund auf uns gehetzt, wir sind hier erschossen worden. Es ist wirklich alles schön abgelaufen. Wir haben ein bisschen Ware gegrünscht, ne? Und haben einfach aber wirklich tolle Gespräche geführt, nette Menschen kennengelernt, ne? Aber was ist jetzt mit dem Trödel im Wert von 1289 Euro, der durchschnittlich bei uns allen angeblich im Keller schlummert? Die Zahl ist ein bisschen hoch, ne? Auch der Durchschnitt kommt da nicht hin. Aber wie wir gesehen haben, es sind einfach Schätze in Anführungsstrichen da. Es ist einfach Ware da, ne? Wo der Kunde sagt, das liegt seit Jahren rum oder ich brauch's nicht mehr, ne? Hat's aber nie veräußert, sage ich mal. Von daher war die Aktion völlig in Ordnung. Es hat Riesenspaß gemacht. Am nächsten Tag zeigt uns Sven seine riesige Lagerhalle in Dresden. Wer hier wühlt, dem wird nostalgisch. Pardon, nostalgisch zumute. Das hier ist einer meiner Lieblingsräume. Also hier haben wir nochmal explizit so Spezialsachen aufgebaut aus DDR-Zeiten, sag ich mal. Ne? Und das ist einfach noch so ein bisschen heimelig. Ne? Das ist so ein bisschen, das erinnert uns alle so ein bisschen an früher. Auch die alten Leute gehen da durch und sagen, oh Mensch, weißt du noch? Und das ist auch der Grund, warum ich Trödel angefangen habe. Ne? Nie, weil wir hier irgendwo, sag ich mal, uns im Haushaltsmüll bewegen wollen, sondern einfach Spaß haben mit den ganzen Geschichten. Einfach schöne alte Sachen. So. Und hier, sag ich mal, kommen wir jetzt zu dem, was, sag ich mal, der allgemeine Trödel ist. Ne? Das heißt, wir haben hier stehen ungefähr so 400 Mischkisten. Das ist alles leicht systematisch geordnet, ne? Aber es ist ja genau das, was die Menschen wollen, wenn sie in den Trödelmarkt kommen, Schätze entdecken und wühlen und einfach Spaß haben bei der ganzen Geschichte. Ne? Und deshalb, sage ich mal, haben wir immer diese Kisten, die füllen wir auch ständig nach mit allen drum und dran, dass man immer schön ein bisschen wühlen kann und dieses Trödelflair einfach auch aufsaugen kann. Ne? Gerade hier im Osten gibt es noch viele ältere Menschen, die zu Ostzeiten wenig hatten und die sind es einfach gewohnt, oder überhaupt allgemein die alte Generation, ist es einfach gewohnt, Werte zu schätzen und nichts wegzuschmeißen. Also wir packen heute noch stellenweise, sage ich mal, Möbel aus, ne? Gerade DDR-Sperrholz, ne? Da ist der Originalpreis noch dran, die sind noch original verpackt, ne? Weil einfach darauf geachtet wurde, es wurde hart verdient, ne, das Geld, und damit hat er die Sachen, die man gekauft hat, auch einen Wert. Ne? Und das beschert Trödelhändlern wie Sven Helmich aus Dresden oder Martin Jansen aus Bremen immer wieder neue Schätze, die sie für ihre Kundschaft bergen.